Oh, wo ist Seth, Mama? Seth? Seth ist weg. Seth, wo bist du? Seth, du auch mit Mama. Seth? Da, ich sehe ihn. Da? Vorne? Ah! Hi und herzlich willkommen bei Mami Vlog. Ich weiß, bei uns ist es auch gerade ziemlich extrem mit dem Spielzeug, weil ich echt noch nie so richtig ausgemistet habe und lange auch keine Ordnung mehr geschaffen habe. Aber ich denke, mit diesem Problem stehen wir absolut nicht alleine da. Man findet in den ganzen Spielzeugbergen die Nadel im Heuhaufen nicht. Und wenn ein Kind sein Spielzeug noch nicht mal findet, mit dem es gerade spielen möchte, es vielleicht dann irgendwann gefunden hat, wie soll es sich dann auf Spielen konzentrieren können, wenn ihn weitere Spielzeugberge davon ablenken? Mir reicht's jetzt, ich kann die Berge nicht mehr sehen und wir bringen in diesem Video Ordnung ins Spielzeugchaos. Viel Spaß beim Zugucken. Zuallererst gehen wir das Problem Spielzeugberge an, misten aus und schaffen eine grobe Ordnung. Es ist unfassbar viel und mit genauso unfassbar viel wird überhaupt nicht gespielt. Erstmal räume ich so ein bisschen auf und suche mir Teile wieder zusammen, sodass alles wieder vollständig ist. Als nächstes mache ich dann Spielzeughaufen, einen mit Sachen, mit denen Yannick am liebsten spielt. Das ist das, was gleich hier bleiben darf. Und der Rest wird aufgeteilt in eine Box für Lias baldiges Spielzeug und eine Box zum Austauschen von Spielzeug. Also Spielzeug, mit dem Yannick zwar auch gerne spielt, aber das jetzt nicht hier bleiben soll, sondern das mit dem aktuellen, was hier bleiben darf, immer mal wieder ausgetauscht werden kann. Und dann entsteht noch eine Mülltüte, in der alles landet, was mittlerweile kaputt gegangen ist. Und jetzt geht's ans Ordnen. Ziel war es jetzt, dass jegliche Art von Spielzeug so übersichtlich wie möglich und für Yannick bestmöglich zugänglich verstaut wird. Und ich finde, der Schlüssel für eine gute Übersicht sind einfach viele flache Boxen statt große Spielzeugkisten, weil hier einfach auf den ersten Blick gesehen wird, was da ist und dann viel einfacher darauf zugegriffen werden kann. Im Kinderzimmer tauschen wir also jetzt am Spielzeugtisch die großen Trofastkisten gegen kleine aus und benutzen die großen Boxen jetzt erstmal als Kellerboxen für das übrige Spielzeug, was jetzt aussortiert wurde. Große Schubladen wie unsere im Wohnzimmer jetzt können einfach mit flachen Kisten ausgelegt werden und so übersichtlich unterteilt werden. Ein Regal kann zum Beispiel super einfach mit Sammelordnern unterteilt werden. Der Vorteil ist, dass nichts gestapelt wird und viel leichter entnommen werden kann. Und damit die Ordner nicht rausrutschen, könnt ihr sie mit Doppelklebeband einfach miteinander verbinden und auch am Regal festkleben. Was mit einer übersichtlichen Ordnung immer zusammenhängt, ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Beschriftung. Und dafür habe ich mir jetzt von einer Freundin Bilder illustrieren lassen. Ich finde die perfekt, weil ich damit jetzt jede unserer Kisten mit Symbolen beschriften kann. Hilft, finde ich, ungemein beim Finden, Aufräumen und auch dauerhaften Ordnung halten. Und weil die Bilder jetzt so cool geworden sind und ich die für super sinnvoll halte, habe ich mich kurzerhand entschlossen, die Sticker für den Shop professionell drucken zu lassen. Vielleicht könntet ihr mir in den Kommentaren nochmal Feedback geben, ob die Anzahl, so wie ich die jetzt gewählt habe, gut ist oder ob euch welche fehlen würden oder ihr von einigen Symbolen vielleicht noch mehr drauf machen würdet. Das wäre für mich super interessant zu wissen, weil ich die dann gerne gleich in größerer Menge drucken lassen würde. Ich freue mich also über jeden Kommentar dazu sehr gern, also her mit eurer Meinung. Ein Unternehmen, das das Problem mit diesen unübersichtlichen Spielzeugbergen übrigens bestens erkannt hat und das wir hier seit neuestem auch nutzen, ist meine Spielzeugkiste. Kennen ja mittlerweile schon sehr viele und nutzen auch viele. Hier leiht man sich das Spielzeug anstatt es zu kaufen. Der Vorteil ist ganz klar, die Kinder haben Abwechslung, können alles Mögliche ausprobieren und dann schickt man einfach alles, nachdem es nicht mehr bespielt wird, kostenlos wieder zurück. Das Konzept geht absolut auf und passt zum Thema, deshalb zeige ich euch nochmal kurz, wie es funktioniert. Das Prinzip ist immer das gleiche, man schließt ein Abo ab und sucht sich drei verschiedene Spielzeuge aus. Hier gibt es jetzt verschiedene Pakete. Meine Spielzeugkiste hat neben den normalen Spielzeugen auch Megaspielzeuge. Erkennt man hier an diesem roten Schildchen, so sind die gekennzeichnet. Und die Megaspielzeuge, das sind einfach größere und teurere Spielzeuge als die normalen. Die goldene Mitte finde ich persönlich jetzt am besten, das ist auch unser Abo-Paket. Hier dürft ihr zwei normale Spielzeuge reinlegen und ein Megaspielzeug. Und jetzt bekommt man sein Paket zugeschickt. Wow. Spielt so lange man möchte damit, egal ob nur ein paar Tage, Wochen oder Monate. Ich möchte zu der Ruinenstadt Machu Picchu reisen. Machu Picchu. Du hast es gefunden. Schickt dann das Paket zurück und kann sich ein neues packen. Meine Spielzeugkiste hat im Zuge dieses Videos jetzt ein mega Angebot für euch zum Testen gemacht. Mit dem Gutscheincode MAMIBLOG2M könnt ihr 2 Monate lang meine Spielzeugkiste testen. Alle Kistengrößen und in vollem Umfang. Das ist wirklich ganz cool, weil ihr so super viel Spielzeug einfach kostenlos testen könnt. Bestellt euch zum Beispiel die Tonys Box und Tonys Tiptoy Sachen oder. Und das komplett kostenlos. Weil das Angebot für meine Spielzeugkiste ein sehr großzügiges ist, ist es natürlich aber auch begrenzt und ihr müsstet euch bis spätestens zum 31.03. dafür anmelden.
Alle Infos stehen aber auch nochmal in der Infobox unten. Weiter geht's mit dem Ordnen. Unsere Bücher sind nämlich das nächste Problem. Ich finde zwar, dass man Kinderbücher wirklich nicht genug haben kann, aber auch hier ist es super schade, wenn so viele sind, dass man einfach den Überblick verliert und ein Kind überhaupt nicht weiß, welches Buch zuerst raussuchen soll. Hier sorgt einmal für mehr Übersichtlichkeit natürlich auch erstmal das Eindampfen. Ich habe eine komplette Kiste aussortiert, aber zusätzlich auch das bewusste Aufstellen. Wir Erwachsene sind es ja gewöhnt, dass wir Bücher aufrecht in den Schrank stellen, weil wir einfach so mehr unterkriegen und Platz sparen. Für Kinder macht es aber mehr Sinn, sie frontal aufzustellen, dass sie das Cover sehen können. Und auch hier gilt in jedem Fall immer weniger ist mehr. Hier eignen sich die Bilderleisten von IKEA mal wieder super. Kleines Problem daran ist, dass die Bücher beim unvorsichtigen Entnehmen, so wie die Kinder das nun mal machen, leicht nach vorne rausfallen. Und um das zu vermeiden und gleichzeitig aber das Brett auch ein bisschen aufzupeppen, habe ich aus Foamboard kleine Wolkenförmchen ausgeschnitten und einfach vorne reingesteckt. Ihr könnt das Ganze mit doppelseitigem Klebeband vorne einfach auch einkleben, ist aber eigentlich überhaupt nicht nötig. Also ich fand es jetzt auf jeden Fall gar nicht schlecht, wenn das Material leicht nach vorne kippen kann, wenn man so ein Buch entnimmt, weil dann ist das Ganze ein bisschen flexibler. Eine andere Möglichkeit sind die Gewürzregale von IKEA, die ich euch schon mal gezeigt habe, sind auch super günstig und haben vorne schon so einen praktischen Rausverschutz dran. Das ehemalige Bücherregal ist jetzt also auch ganz neu eingeordnet. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch mal einige stehen lassen, weil sonst ist mir das doch ein bisschen zu wenig und Jannik kann immer mal wieder so ein paar Bücher austauschen. Und die Schublade unter dem Regal, hier habe ich jetzt erstmal einfach Lias Bücher reingetan. Oben am Regal ist noch ein Fach gewesen, an das Jannik noch nicht rankommt. Hier habe ich einfach so ein paar Gummibänder angebracht und so einen kleinen Kuscheltierzoo draus gemacht. Im Prinzip hält der jetzt einfach als hübsche Deko-Aufbewahrung her. Die Gummibänder sorgen dafür, dass die Kuscheltiere nicht rausfallen. Gleichzeitig können sie aber leicht entnommen und wieder reingesteckt werden. Dann wollte ich noch unbedingt einen schönen Platz für Janniks Tonis haben. Die sind nämlich wirklich zu schade zum Rumfliegen. Hier habe ich bei Amazon 3 von den kleinen Holzregalen in Hausform besorgt. Mit Sperrholzplatten habe ich da jetzt Etagen reingeklebt und so ein bisschen farblich verschönert. Das kann man ja machen, wie man möchte. Und dann habe ich noch so kleine selbstklebende Magnetplättchen dran befestigt. Die Magnete, die sind nicht stark, halten die Tonis allerdings trotzdem so ein bisschen auf ihrem Platz. Und man weiß eben einfach, wo man sie hinstellen kann, dass das Ganze nachher übersichtlich ist, wenn alle Tonis drin sind. Ja, so schnell ist ein super süßer Platz für die Tonis selbst gemacht, oder? Weiter hat mich schon immer unsere mittlerweile ziemlich große Pixi-Sammlung aufgeregt, weil die ja selbst nach immer wieder erneutem Sortieren recht schnell wieder durch die Schubladen fliegen. Und hier bin ich jetzt mega happy mit meinem Pixi-Sammelspender. Von den Holzregalen habe ich nämlich das kleinste jetzt einmal dafür nochmal zweckentfremdet. Habe vorne die Front ausgemessen und aus einer Sperrholzplatte wieder eine Vorderwand ausgesägt. Die Wand habe ich jetzt mit insgesamt 8 starken Magneten am Haus befestigt. Sinn der Sache ist, dass man unten einen Pixi entnehmen kann, oben das gelesene Pixi wieder reinlegen kann und zum kompletten Befüllen und Entnehmen aber das Haus auch ganz öffnen kann. Ja, alles in allem muss ich jetzt echt sagen, ist in Bezug auf Spielzeug endlich eine grundlegende Ordnung ins Wohn- und Kinderzimmer eingezogen. Alles ist übersichtlicher, ich bin super happy und Jannik kann viel bewusster und abwechslungsreicher spielen und auch aufräumen. Das war's bei Mami Blog. Ich sag tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Video. Noch viel mehr Tipps und Tricks gibt's in meinem Buch Mom Hacks. Das Buch bekommt ihr im Mami Blog Shop, den ihr euch auch als App im App Store oder bei Google Play kostenlos runterladen könnt. Wenn ihr hier klickt, könnt ihr gleich ein nächstes Video schauen. Hier könnt ihr Mami Blog abonnieren. Wenn ihr noch mehr Mami Blog Videos gucken möchtet, folgt ihr mir auf Facebook. Und wenn ihr mehr über mein Familienleben erfahren möchtet, folgt mir auch auf Instagram.